Ja, guten Tag, meine Damen, meine Herren. Ich habe letztes Mal in der Vorlesung vor einer Woche ein bisschen Quatsch erzählt und das möchte ich jetzt hier nochmal richtig stellen. Also die Cookies, soweit so gut oder soweit so halbwegs richtig. Die Cookies, in denen kann der Webserver beim Klienten zum Beispiel Zustandsinformationen speichern. Wie oft man auf der Seite war, kann man da zählen. Aber man kann auch irgendwelche Session-Informationen da unterbringen. Und darum ging es uns hier. Und beim Nachlesen, wie Cookies übertragen werden, das hätte ich vielleicht letztes Mal noch machen sollen vor der Vorlesung, findet man heraus, dass die schon bei der Anfrage, beim Request mitgeschickt werden, wenn es denn welche, wenn dann schon ein Cookie da ist für diese Webseite. Und außerdem schickt das also der Server in seiner Response mit. Es gibt also nicht eine extra Roundtrip. Ja, die Netzlast, die entsteht durch ein paar Bytes mehr, aber ich glaube, das können wir heutzutage getrost ignorieren. Insofern danke ich Ihnen nochmal für Ihre Nachfrage und Korrektur. Jetzt waren wir hier an dieser Stelle und ich habe über das Stichwort Web 2.0 gesprochen. Das ist auch irgendwie so ein Überblicksbemerkung dazu gemacht, um das herauszuarbeiten, wie denn moderne Webdienste strukturiert sind. Ein Teil haben wir ja schon besprochen, als wir mal über Webserver gesprochen haben. Wir werden das dann nachher nochmal aufgreifen. Ich bin also dann hier von diesem im besten Sinne Web der Peers, Peer-to-Peer-Web, habe ich dann erzählt über Webpräsenzen, über solche Suchseiten, über die Internetpräsenzen von Firmen und dann über diese Datenbank-Webseiten. Am Ende, und das kann man auch so ungefähr sehen, dass wir da über das Jahr 2000 oder so ähnlich sprechen oder kurz vorher, da hieß es, da war das hier für ganz viele das Modell des Webs der Zukunft. Da gibt es also hier Content-Provider, Leute mit Inhalten und Konsumenten. Und im Wesentlichen wird hier verteilt an die Konsumenten. Es kommt wenig zurück in dieser Richtung. Und in diese Zeit fallen ja auch so diese Mega-Deals, zum Beispiel AOL und Time Warner. Sie werden sich wahrscheinlich nicht daran zurückerinnern können, da waren sie vielleicht noch zu jung. Aber AOL, dieser Internet-Provider, hat damit mit diesem Medien-Imperium von Time Magazine, ne, und Warner Brothers Movies fusioniert. Also Time Warner, da gibt es ja jede Menge bekannte Zeitungen und Zeitschriften stecken da drin. Und die Filme von Warner Brothers ist ja auch irgendwie klar. Also der Internetprovider hat damit jemanden, der viel Content, viel Multimedia hat, fusioniert und man hat geglaubt, das wäre die Zukunft des Web. Aber da gab es auf der anderen Seite die damals noch kleinen Webdienste. Das eBay oder das Amazon und auch solche Sachen wie Flickr sind damals entstanden. MySpace. Es gibt auch ein paar, die dann wieder gescheitert sind. Aber wenn man sich anschaut, wo denn eBay erfolgreich war und wo Amazon erfolgreich war, beim Aggregieren von Content von anderen. Wenn wir uns eBay anschauen, ist ganz klar, da sitzen draußen Millionen von Leuten, die machen Fotos von irgendwelchen Waren, die sie zu verkaufen haben. Das reicht von Ramsch bis hochwertig. Und das präsentieren sie auf eine günstige Art, für sie auch relativ kostengünstig, einem riesenhaften Publikum.
Und auch das Publikum, was nur passiv kauft, produziert Inhalte, nämlich diese Bewertungen, die Sie auch bei eBay schon gesehen haben. Also eBay, diese Firma eBay, die hat es fertiggebracht mit einer technischen Infrastruktur, nur so einem Transaktionssystem, dass man Gebote abgeben kann, dass man Auktionen einstellen kann und dass man hinterher noch Bewertungen machen kann, Geld austauscht und so weiter. Und natürlich ein paar Prozent für eBay abkassiert. Ich weiß nicht, sind jetzt 9 oder 10% von der Auktionssumme, vom Verkaufspreis bleiben jetzt da bei eBay hängen. Also eigentlich ist es nur eine Plattform, damit andere Leute Waren anbieten können und einkaufen gehen können. Und auch Amazon, dieser Dienst, das ist so eine Plattform. Amazon verkauft selber, ja, aber man muss sich überlegen, wie deren Fertigungstiefe ist. Fertigungstiefe im Sinne von, wie viel Arbeit die erledigen. Die haben ein sehr gut funktionierendes Logistiksystem. Und naja, hat man auch in letzter Zeit in den Medien gelesen, dass es da auch natürlich Versuche gibt, das möglichst billig zu veranstalten, dieses Logistiksystem, aber auch innovative Sachen, wie dass ihre Waren da mit so kleinen Quadcoptern ausgeflogen werden sollen oder dieses Patent, was jetzt da in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist, dass die ihre Sachen schon zumindest bevor sie irgendwas gekauft haben, die Waren, die sie vielleicht kaufen könnten, zum nächsten Logistikzentrum schaffen. Teilweise sogar schon in die Pipeline packen, weil sie sich sicher sind, wenn der das gekauft hat und wenn der das gekauft hat, 90% der Leute kaufen dann auch noch das da, also schicken wir es schon mal los. Sie können es ja immer noch zurückschicken oder wenn es zu wenig ist, dann soll er es doch gleich umsonst behalten. Also solche Sachen sind da schon aufgetaucht, Spekulationen da drumherum. Aber also ein ausgefeiltes Logistiksystem und natürlich ein Bezahlungssystem, das auch geringe Beträge relativ kostengünstig abrechnen kann. Der Preis fürs Abrechnen, der ist hier bei eBay nicht drin, aber hier Amazon trägt natürlich schon die Preise fürs Abrechnen. So, aber jetzt, wo kommt der Inhalt her? Also die können die Bücher, wenn sie haben im Warenhaus und die restlichen Waren, Amazon hat ja nun mal ganz am Anfang nur Bücher verkauft, aber auch Software und Hardware und Butter können sie da, nein, Lebensmittel können sie da heutzutage kaufen, ich weiß nicht, ob man schon Butter kaufen kann, egal. Angefangen hat Amazon damit also Bücher zu verkaufen, die haben sich an so eine ISBN-Datenbank angeschlossen, also in diesen Datenbanken stehen Buchnummern drin und Autor, Titel und auch die Klappentexte von so einem Buch. Ne? Also eine kurze Inhaltsangabe und so weiter, beziehungsweise eine Beschreibung, was in dem Buch drin stehen soll. Und natürlich, ja, das haben sie von einem System, was da im Hintergrund schon lange existiert hat, was den Buchhandel versorgt hat. Der Buchhändler hat ja auch irgendwo im Computer nachgeguckt, wenn sie nach einem Buchtitel gefragt haben, wie er es bestellen kann. Beim Büchergrossisten, diese Infrastruktur gab es ja schon. Und Amazon hat also das hier gekauft, zugekauft, das ist schon der falsche Ausdruck, hat den Zugang gemietet. Die haben eine Logistik- und Zahlungssystem am Anfang noch relativ einfach aufgebaut. Und da haben sie die Leute dazu gebracht, zu kommentieren. Das ist einerseits explizite Kommentare und wenn Sie bei Amazon nachgucken und irgendwas kaufen wollen, ein Buch oder einen Staubsauger, dann gibt es ja die Kommentare von den Leuten, die das schon mal gekauft haben, da unten drunter. Die sind sehr aufschlussreich, vielleicht nicht immer so, wie die Leute sich das denken. Ich meine, wenn ich da einen Kommentar lese zu einem wissenschaftlichen Buch und das heißt, ach Mann, ist das schwierig, ist ja kaum lesbar, ist ja technisch so tief, das kann ich gar nicht empfehlen, nur ein Stern, dann denke ich mir, ist vielleicht doch was. Kommt auf meine Zielfunktion an. Ja? Wenn man da so 10, 15 Zeilen Kommentar sieht, vielleicht auch nur 5, kann man immerhin was damit machen. Neulich habe ich irgendwo gelesen, da hat jemand sich einen
ein Android-Mobiltelefon gekauft und dann beschwert, dass man mit iTunes keine Musik draufladen kann. Das ist natürlich irgendwie unterschlaue Kommentare, aber sowas gibt es da auch. Aber wenn man das entsprechend seinen Kriterien betrachtet, dann kann man da schon was rausholen. Das ist was wert, diese Benutzerkommentare. Und das macht einen großen Teil vom Wert von Amazon aus. Die Kommentare, die da stehen. Man kann natürlich auch das Kaufverhalten auswerten. Ich habe hier eben schon mit Shipping, obwohl man es noch gar nicht bestellt hat, das habe ich schon erwähnt. Aber auch man kann den Kunden alle möglichen anderen Sachen anbieten, zu den Produkten, die sie bereits gekauft haben. Man kann aber auch aus dem Kaufverhalten der Benutzer wieder was fürs Logistiksystem ableiten. Also die Kunden, die da einkaufen, tragen explizit oder implizit bei. Und das ist das Wichtige an dieser Amazon-Handelsplattform. Natürlich gibt es auch hier wieder Leute, die ihre gebrauchten Bücher da reinstellen und verkaufen. Es gibt Leute, die andere Waren verkaufen. Und wenn Sie heute bei Amazon reingucken, dann sehen Sie da ja auch, dass bestimmt die Hälfte aller Artikel, die da angeboten werden, von Dritten kommen, die diese Plattform als Schaufenster benutzen und natürlich das Zahlungssystem mitbenutzen. Auf die Weise können die natürlich dann auch Vertrauen mit ihren Kunden aufbauen. Also insbesondere diese beiden Dienste leben ganz davon, dass da draußen Leute sind, die die Informationen preisgeben, sharen, für die arbeiten. Und die haben daraus einen riesen kommerziellen Erfolg generiert. Amazon hat übrigens, die sind ziemlich schlau, noch aus diesem Dienst hier weiteres generiert. Erstmal diesen E-Commerce-Service, dass sie da über die was verkaufen können. Aber auch, sie können Rechenleistung da mieten. Kräftige Rechenleistung, die gar nicht so teuer ist. Also Computerzeit da mieten. Es gibt diesen Simple Storage Service, S3 oder S-Cube. Da können Sie, das ist auch wieder etwas, was Sie anmieten können, und das ist eine Festplatte in der Cloud, und das gibt es schon lange hier, das kann man schon seit 10 Jahren bei Amazon benutzen. Auch das hier, ich meine, in diesem Sinne, hier kommt ja auch dieser Ausdruck Cloud vor, ist Amazon eigentlich der Pionier von dem, was man heutzutage zumindest teilweise unter Cloud versteht. Interessant finde ich übrigens auch noch dieses da, den Amazon Mechanical Turk. Das ist auch wieder sowas, wie man da draußen im Internet die ganz vielen Menschen zum Arbeiten bringt. Das sind ein paar interessante Beispiele für diesen Mechanical Turk. Wer weiß, was der Mechanical Turk war, historisch gesehen? Ja, genau. Ja, das war also so ein Schachroboter, ich glaube, war das in Wien oder so ähnlich, vor ein paar hundert Jahren. Da war aber ein Zwerg drin, der eben da unten drunter die Figuren verschoben hat und gegen den er da oben stand, gespielt hat. Das war dann der erste Schachroboter, aber es war natürlich Betrug. Dieses Ding hier, Amazon Mechanical Turk, das funktioniert so, da kann man als Firma viele Bilder zum Beispiel hochladen. Ein Beispiel waren Gullideckel in englischen Städten oder beziehungsweise Straßenbilder in englischen Städten. Und diese Bilder wurden da hochgeladen, man legt sich einen Account an als Teilnehmer da, und dann holt man sich ein Bild und markiert auf diesen Bildern die Gullideckel. Und wenn man das dann fertig gemacht hat und abschickt, dann kriegt man da auf sein Amazon-Konto ein paar Cent gutgeschrieben. Wenn man sich jetzt also da hinsetzt und fleißig pro Tag 2 Stunden lang an Bilder bearbeitet, kann man da Geld verdienen nebenher, das man bei Amazon natürlich wieder ausgeben kann. Und die Firma, die diese Bilder da hingepackt hat, ich glaube, das war so ein
So ein Wasserversorger aus England, der muss eben dann, sagen wir mal, 10 Cent pro ausgewerteten Bild bezahlen, aber so günstig kriegt es nirgendwo anders. Also solche Dienste hat Amazon da auch ausprobiert. Ich habe da auch mal teilgenommen, eigentlich bei einer Sache, die nicht für Geld war, da ein bekannter Computerwissenschaftler, Informatiker, ist segeln gegangen, da so vor San Francisco irgendwo und nicht mehr zurückgekommen. Und dann haben sie Satellitenaufnahmen vom Atlantik, vom Pazifik, Entschuldigung, vor San Francisco da reingestellt, ganz viele. Und jeder konnte dann da teilnehmen und gucken, hat sich so ein einzelnes Bild besorgen und schauen, ob man da irgendwo ein gekentertes Boot sieht. Das wollten wir also benutzen, um den schnell zu finden. Ich habe dann da 20, 30 Bilder angeguckt, aber auch nichts gefunden. Also auch da, es muss nicht unbedingt kommerziell sein, aber so ein Crowdsourcing. Ne? Wir bringen die Menge da draußen, die vielen Menschen dazu, für einen guten Zweck oder für ein paar Cent dazu zu arbeiten. Ich habe hier über ein paar erfolgreiche kommerzielle Webdienste gesprochen. Es gibt ja auch eine ganze Menge von diesen vorkommerziellen Webdiensten. SourceForge ist eins. Eine Plattform, mit der Leute, die gemeinsam an Software arbeiten, an einem Softwareprojekt arbeiten, ihre Module ablegen können, einchecken, auschecken, gemeinsam an Software arbeiten können. Blogs ist auch sowas. Die meisten Leute verdienen nicht an ihrem Blog, erst wenn es richtig kommerziell erfolgreich wird. Sie schreiben Kommentare, kleine Aufsätze zu irgendwelchen Themen aus ihrem Leben, aus der Politik, sonst was, legen das da ab. Andere Leute können es sehen, die kommentieren es vielleicht wieder, Leserzuschriften. Aber aus solchen Blogs, und da kann auch was kommerziell Erfolgreiches werden, und die Huffington Post ist eines von diesen Zeitschriften, die daraus entstanden sind, kommerziell durchaus erfolgreich. Ich meine, sobald das gut läuft, kann man nämlich Werbung drauf packen und auf diese Weise Geld verdienen. Die Wikipedia ist natürlich für uns alle die Plattform, die wir nicht nur fleißig benutzen, sondern wo wir auch für andere Lexikoneinträge schreiben können, sodass andere was davon haben oder zumindest beitragen können, eine kleine Verbesserung anbringen können. Da gibt es dieses Problem Qualitätskontrolle, aber andererseits muss man auch sagen, dass da wieder viele, viele Millionen da draußen sind, die auch wieder zur Qualitätskontrolle beitragen. In manchen Fällen wird das natürlich auch missbraucht. Dann schmeißen sie sich da gegenseitig ihre Kommentare und Verbesserungen raus, beziehungsweise Verschlechterungen wieder raus. Aber im Wesentlichen funktioniert es gut, und die Wikipedia ist ja auch in wissenschaftlichen Arbeiten mit der Encyclopædia Britannica verglichen worden und hatte auch nicht mehr Fehler als die Britannica. Ich glaube, mittlerweile gibt es die Britannica nicht mehr als Papierausgabe. Die ist vor ein paar Jahren eingestellt worden. Und was wir hier sehen und bei den anderen sehen, auch hier Sharen von Medien, na gut, hier das sind diese Peer-to-Peer-Dienste, die wieder die Sachen, die geshared haben, hatten die niemals, hätten die bei diesen hier schon nicht sharen dürfen, zumindest so wie unser Copyright heutzutage ist. Da kann man drüber diskutieren, aber so sind die Gesetze eben im Augenblick. Das war schon ziemlich illegal, was da veranstaltet worden ist. Aber hier bei Flickr und YouTube und auch bei anderen Dingen wie dem MySpace, da werden Medien geshared, die gerade bei YouTube auch die Leute eben selber machen. Ich habe auch irgendein Video da drauf, eine Dampflok auf meiner Gartenbahn. Und das ist schon irgendwie schön zum Kommunizieren mit anderen Leuten. Man macht's mal, stellt es dahin, schickt seinen Freunden den Link, guckt mal an, was ich da Neues Schönes habe. Da kann man natürlich auch seine Urlaubsvideos oder sonst was draufpacken.
je nachdem, ob man das für alle öffentlich zugänglich macht, sichtbar macht oder einfach nur sein Zeug da ablegt und irgendwelche Links an Freunde verschickt, ist das dann mehr oder weniger öffentlich. Aber auch hier ist man dann in diesem vorkommerziellen Raum, denn wenn Sie erfolgreiche selbstproduzierte Videos dahinlegen und viele Leute gucken das an, zigtausende, hunderttausende, dann kann man daran Geld verdienen, weil YouTube auf erfolgreiche Videos vorne dran Werbung packt ein bisschen. Das haben Sie sicher auch schon gesehen, das nervt Sie wahrscheinlich auch, diese Werbung, die da drumherum erscheint. Aber es gibt Leute, die verdienen da, ja, die machen dann irgendwelche Aufzeichnungen von ihren, von den Computerspielen, die sie da gespielt haben, stellen das dahin und die verdienen dann durchaus auch ein paar tausend Dollar im Monat daran, wenn sie das gut machen. Da kommt schon richtiges Geld dann rein. Andere Art, ja, in diesem vorkommerziellen Raum, wenn wir das mal so nennen möchten, gemeinsam als Menge da draußen, als Crowd, Mehrwert zu produzieren, sind solche Social Bookmarking-Sachen, Tagging, dass Sie also an irgendwelche Inhalte, Informationen, bis kurze Informationen, Schlagworte oder sowas dran pappen. Die Verschlagwortung von Inhalten ist ja eigentlich etwas, was auch systematisch probiert worden ist. Das war beim Yahoo so, dass Seiten in Kategorien eingeordnet wurden, explizit von Leuten, die dafür bezahlt worden sind, das Web zu surfen und jeder Seite eine Kategorie zuzuweisen. Bei diesen Tagging-Diensten, da machen das die Leute da draußen einfach, weil sie Lust drauf haben, weil sie den anderen etwas helfen wollen. Und diese Dienste hier, diese erfolgreichen vorkommerziellen Webdienste, die führen zu einem Internet, wo die Menschen, die vielen da draußen, alle beitragen, genauso wie sie konsumieren. Oder fast so, wie sie konsumieren. Da gibt es natürlich welche, die konsumieren mehr, als dass sie beitragen, aber es gibt eben auch welche, die tragen mehr bei, als sie konsumieren. Insgesamt kommen wir dann zu so einem, ja, Peer-to-Peer ist nicht ganz der richtige Ausdruck, aber zu so einem Modell, bei dem die vielen da draußen Content produzieren. Und Content ist immer noch King in dem Sinne, als sie Content brauchen, um Menschen anzulocken, auf ihre Webseite zu schauen, aber dieser, oder auf ihren Webdienst zu schauen, aber der Content, der wird nicht offline produziert, sondern der wird produziert, während sie konsumieren und von den vielen da draußen produziert. Das nennt man auch manchmal the long tail, also dass die, wenn es da so einen, sagen wir mal, hier, das da so ungefähr, hier gibt es welche Seiten, da wird viel Geld reingesteckt, viel Inhalt produziert, viel angeschaut, aber auch hier hinten kommt noch viel zusammen, weil dieser Pfeil hier so lang ist. Auch hier kommt sehr viel Fläche zusammen, Fläche im Sinne von Inhalt, Fläche im Sinne von Geld, was beim Kommerzialisieren verdient wird. Und es gibt ja auch interessante Untersuchungen zum Thema Filme, dass die alten Filme von vor 50 Jahren, die werden zwar nicht so in Massen angeguckt, gucken nicht täglich Millionen an, aber es gucken täglich doch viele Tausende an. Und weil es so viele Filme sind, die von Tausenden angeschaut werden, kommen doch auch da Millionen zusammen und nicht nur durch die aktiven gegenwärtigen Blockbuster. Auch das ist eben so ein, hier bei den vielen Blogs, die konsumiert werden, bei den vielen Seiten der Wikipedia, bei den vielen YouTube-Videos, die konsumiert werden, kommen wir eben hier zu diesem langen, flachen Teil. Und das ist insgesamt in der Wertschöpfung mindestens genauso viel, wahrscheinlich sogar viel mehr als das da.
erfolgreiche Webdienste, die heute erfolgreich sind, dieser Ausdruck Web 2.0, der ist ja von diesem Tim O'Reilly vom O'Reilly Verlag geprägt worden. Erfolgreiche Webdienste, das ist mal in so einer Diskussion und dann später auch in weiteren Veröffentlichungen, auch in Blogs diskutiert. Erfolgreiche Webdienste stellen für Benutzer eine Infrastruktur zur Verfügung, eine Plattform. Und die Benutzer erstellen den eigentlichen Inhalt und die schaffen die Werte, indem sie produzieren und konsumieren, die vielen da draußen. Und nicht die wenigen, die von Hollywood beschäftigt werden oder von der Zeitschrift beschäftigt werden. Die produzieren auch Werte, aber gerade bei diesen erfolgreichen Webdiensten jetzt in den letzten 10, 15 Jahren so stark auch im Wert gestiegen sind an der Börse, aber auch in der Wahrnehmbarkeit und der Benutzung gestiegen worden sind, da sind es eben gerade die Benutzer, die die YouTube-Videos machen, die die eBay-Auktionen machen und die Kommentare bei Amazon schreiben. Also es geht darum, Benutzer arbeiten zu lassen. Der Dienst kümmert sich um das Kanalisieren und Kanalisieren im Sinne von illegale Inhalte entfernen, anstößige Inhalte entfernen, dieses Bewertungssystem unter den Benutzern funktionieren zu lassen. Das können Sie teilweise, indem Sie einfach die Peers kontrollieren lassen, sobald auf einer Webseite irgendwas drauf ist, kann man natürlich auch, nicht auf einer Webseite, sondern auf einem von den Produkten, was ist, kann man auch sagen, das ist ein anstößiges Produkt oder was ähnliches, dann kümmern Sie sich darum, Beiträge automatisch kontrollieren, man kann ja auch nach Schlüsselwörtern suchen und das dann wieder rausnehmen, die Auktion, die dazugehört und so weiter. Dieses Kontrollieren hier durch die Peers, durchs Automatische, bezieht sich auf die Regeln, die man da erstellen muss und die man irgendwie auch durchsetzen muss. Aber auch das eben, wie gesagt, in diesem Peer-to-Peer-Modus. Der Tim O'Reilly, der hat dann so sieben Thesen zum Web 2.0 aufgestellt, die sehr interessant sind, auch über die Art, wie man im Web heute Software macht und die ich deshalb hier präsentieren möchte. Erstens, man braucht einen einzigartigen Dienst. Klar, das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Einzigartige Daten. Die kommen entweder explizit oder implizit durch den Benutzer, Kommentare, die da eingetippt werden, Bewertungen. Das zweite ist, man muss die vielen Leute da draußen, die kollektive Intelligenz, wie der das nennt, ich habe geschrieben, bändigen, das ist der Versuch, den englischen Ausdruck Harness zu übersetzen. Wobei zu dem Harness gehört auch irgendwie, dass dann der das Harness anhat oder die vielen eben am Wagen ziehen, ne? Und den Wagen voranbringen. Und Google ist natürlich auch so einer. Google produziert zunächst mal keine eigenen Inhalte, sondern die machen Webseiten von Leuten, von den vielen anderen da draußen, machen die Webseiten zugänglich mit ihrer Suchmaschine. Aber auch die anderen haben wir schon drüber gesprochen. Und das nächste ist die Art, wie es verteilt wird. Klassisch wird Software verteilt, indem sie, früher hat man Disketten verschickt, also Pappkarton, Bedienungsanleitung rein, zwei Disketten rein und dann im Elektromarkt oder Elektronikmarkt ins Regal stellen und 50 Euro kassieren. Die 50 Euro, davon bleibt ein Drittel beim Elektromarkt hängen, dann geht noch ein Drittel für den Rest der Handelskette raus und die Firma, die das hergestellt hat, kriegt noch das letzte verbleibende Drittel, davon muss der Pappkarton bezahlt werden, die Diskettenvervielfältigung bezahlt werden und der Programmierer kriegt dann ungefähr ein Sechstel oder vielleicht noch weniger. Genauso wie Buchautoren oder sonst was. Ja, und dann gab es irgendwann mal CDs und DVDs, auf denen die Software verteilt wird, aber immer ist es, irgendjemand muss Millionen CDs produzieren,
verpacken, eintüdeln, wegschicken, dann stehen die, liegen die im Lager bei Amazon oder bei einer Elektronikkette im Regal und die Leute müssen es kaufen. Die Vertriebskosten sind ungeheuer hoch. Später dann konnte man es auch übers Internet runterladen, die Software. Aber das ist immer ein Act, ein großer Act. Ja, wenn Sie jetzt da, es gibt ein Update für Ihr Softwarepaket, also werden ein paar hundert Megabyte, ein Gigabyte oder so ähnlich runtergeladen. Und es dauert eine Weile. Bei diesen Diensten des Web 2.0, des Internets, für eBay, für Amazon, da müssen Sie nichts, oder auch für YouTube, da müssen Sie nichts runterladen. Auch für Google Maps wird nichts geladen. Wenn die eine weitere Funktion in ihre Software einbauen, dann machen die das auf dem Server und das nächste Mal, wenn sie auf die Webseite gehen, kriegen sie es einfach so mit, ohne dass sie was installieren müssen. Sozusagen unsichtbar. Bei denen hier und bei vielen anderen von denen. Also, die Software existiert als Dienst, der on-demand besorgt wird. Da stecken eben JavaScripts auf der Seite, nicht nur HTML, sondern auch die JavaScripts stecken auf der Seite. Und in dem Augenblick, wo Sie die Seite aufrufen, bekommen Sie die Software. Und Sie müssen es nicht mehr installieren und sonst noch was. Das Programmieren wird durchaus nicht einfacher, dass da die Programmierer zu erledigen haben, wir kommen gleich noch drauf. Aber das Verteilmodell ist einfacher und Sie müssen auch nicht mehr hier Pakete vertreiben und jetzt den Patch sowie noch vertreiben und so weiter. Die Leute kommen auf die Seite, wollen was kaufen, wollen was konsumieren, wollen einen Film angucken und gucken den Film an. Kaufen. Im Gegensatz zu, jetzt müssen wir erstmal eine halbe Stunde lang einen frischen Patch installieren und dann kann weiter gekauft werden. Und dann sind schon wieder massenweise Kunden weg. Die Entwicklung ändert sich, weil eben nicht mehr solche Pakete gemacht werden müssen. Und wenn so ein Release gemacht werden muss, da ist dann ja bei jeder Softwarefirma vorher in den Wochen vorher eine Mordshektik, Nachtschichten und alles. Weil man ja sicher gehen muss, dass das, was man auf diese CDs draufbrennt, dass das auch fehlerfrei ist oder halbwegs fehlerfrei ist. Hier haben wir eine leichtgewichtige Entwicklung. Wir müssen gar nicht mehr so viel testen. Wenn man was ändert, dann ändert man was an dem JavaScript und lässt es auf die Menschheit, auf die User los und beobachtet, ob es Fehler gibt, wie die Leute sich verhalten. Das kann man auch automatisiert machen. Wenn die Userzahlen nach unten gehen, dann hat man wohl ein Problem, aber das sieht man dann auch in Logdateien, dass irgendwelche Requests daneben gehen und so weiter. Man kommt zu einer inkrementellen Softwareentwicklung und dieser Zyklus, der ist bei vielen von diesen modernen Web-Services, Diensten aus dem Web 2.0, ist dieser Release-Zyklus auf eine Viertelstunde, auf eine halbe Stunde runtergegangen. Man packt eine neue Funktion rein, merkt, ups, da gibt es noch einen kleinen Fehler, Update reinpacken und es geht wieder weiter. Das mit der halben Stunde, ich glaube, ja, das war irgend so ein Dienst wie Flickr oder MySpace oder sowas, bei denen der Zyklus so gering war, so kurz war. Ja, das mit der Plattformunabhängigkeit, das muss man natürlich immer mit einem kritisch sehen. Erstens, ja, durch diese webbasierte Technik ist man relativ hardwareunabhängig. Dass die bekannten erfolgreichen Webdienste, das YouTube und das Google und Amazon und sowas, läuft auf dem Mac und auf den Unix-Maschinen und auf den PCs und sogar auf Pads und Telefonen. Mehr oder weniger gut, aber es läuft. Manchmal auch einigermaßen schlecht, wenn der Bildschirm zu klein ist und so weiter, aber an solchen Naturgesetzen
wie Lesbarkeit auf einer bestimmten Bildschirmgröße, da kommt man nicht so einfach dran vorbei. Jedenfalls relativ hardwareunabhängig, relativ Betriebssystemunabhängig. Die neue Abhängigkeit, die entsteht, ist vom Browser. Und diese Firmen hier, die diese leichtgewichtige Entwicklung betreiben, die arbeiten ganz viel daran, dass es, oder ein großer Teil deren Arbeit besteht darin, dass man es auf verschiedenen Browsern testet. Also auf denen, die da draußen sind, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari und dann noch hier hinten ein paar, die aber nicht mehr so viel benutzt werden. Über diese Sache mit dem Rich User Experience im Web, da muss ich noch ein bisschen mehr erzählen. Worum es da geht, ist diese Mikrointeraktivität, die wir gewöhnt sind aus der klassischen Software. Und da komme ich jetzt aber dann auf den folgenden Folien noch drauf. Und da möchte ich nochmal hier diese beiden Zeichnungen, die ich euch auch schon in den Grundlagen der Informatik Ihnen gezeigt habe, und diskutiert habe, nochmal besprechen. Jetzt vielleicht von einer etwas höheren Warte aus, wenn sie es machen lässt. Die Web-Applikationen, die wir jetzt hier sehen, in diesem Web 2.0 mit der Rich User Experience, die sollen genauso mikrointeraktiv sein wie die installierte Software. Wir wollen ein Menü aufklappen können, wir wollen Dialogboxen haben, wir wollen mitten in diese Grafik, die wir da sehen, reinklicken können und dann sollen wir Optionen bekommen, was wir damit machen wollen, solche Sachen wie den Content-Click, wenn wir die rechte Maustaste benutzen, in einem fertigen Programm. Und es soll natürlich auch von der Antwortzeit schnell genug sein. Und das führt dazu, dass wir nicht für jede Interaktion vom Browser hier über das Internet hier zum Server gehen können und wieder zurückgehen können. Sondern wir brauchen auch Programm hier auf der rechten Seite. Und wenn wir jetzt die abstrakte Struktur von einem Webbrowser anschauen, der hier auf meinem PC läuft oder hier auch auf einem Pad läuft, dann haben wir da einerseits, fangen wir hier unten an, hier kommt das Dokument vom Internet und das wird analysiert, einen Parser, und der legt es in so einem Dokumentenstrukturbaum ab. Jetzt haben wir eine abstrakte Repräsentation von der Struktur von so einer Webseite und hier gibt es den Renderer, der geht hier drüber über diese abstrakte Repräsentation und zeigt es auf dem Bildschirm an. Angelehnt an dieses Model View Controller Pattern. Also hier das Dokument, der Renderer produziert die View. Hier ist das Modell, hier wird die View produziert. Und ich habe eben über Interaktion gesprochen, der Benutzer, der klickt natürlich hier auf der Seite und tut was. Und diese Klicks, die werden natürlich entgegengenommen, ich habe das jetzt hier mal so als Interaktionskomponente gezeichnet. Und hier drin wird entschieden, ob das eine Interaktion ist, die wieder einen neuen Request auslöst, als ob Sie auf einen Hyperlink geklickt haben. Oder, es ist in der Regel auch Hyperlink-Klicken, dann wird eine neue Seite geholt. Oder ob ein Skript ausgeführt wird. Und dieses Skript, das modifiziert diese Dokumentenstruktur. Trägt zum Beispiel in das Dokument ein geöffnetes Menü ein. Ja, wenn wir hier irgendwo hinklicken, zum Beispiel da, und es kommt so ein Menü da oben runter, weil Sie brauchen ja nur auf die Webseite Ihrer Wahl zu gucken und schon sehen Sie das. Dann wird
lokal hier ein Skript ausgeführt, ein Stück JavaScript, und das trägt hier in diesen Dokumenten, in die Dokumentenstruktur, das Menü ein, sodass der Renderer es anzeigt. Dann klicken Sie nochmal, Menü soll wieder verschwinden. Auch das landet hier wieder in der Script Engine. Die Script Engine nimmt hier aus diesem Strukturbaum vom Dokument wieder das Menü raus, macht vielleicht noch was anderes, hoffentlich sogar, nimmt das Menü raus und es verschwindet auch wieder hier. Also wir haben hier einen Millisekunden, Mikrosekunden vielleicht sogar Zyklus von Klick zur Änderung im Dokument. Mikrosekunden, viele Mikrosekunden oder wenige Millisekunden. Hier im Browser drin. Manche Interaktionen bewirken natürlich auch einen Request hier übers Netzwerk und eine Response, und dann wird hier eventuell sogar das ganze Dokument, was angezeigt werden soll, ersetzt. Das ist aber eine Interaktivität, die im Sekundenbereich ist. Ja, wenn Sie auf den Link klicken in Ihrem Browser drin, dann sehen Sie, dass es einen Augenblick braucht. Eine Sekunde, zwei, fünf Sekunden braucht, bis das neue Dokument da ist. Das können wir wahrnehmen, dass da ein neues Dokument geladen wird. Hier bei dieser Mikrointeraktion nehmen wir es eben gerade nicht wahr. Also die Benutzeroberfläche, die wird vom Browser präsentiert. Das HTML mit den Grafiken ist ja die Basis davon. Ich habe das hier Substrat genannt von dem User Interface. Da sind die visuellen Elemente drin. Sie sind aber nicht alle sichtbar. Die Interaktivität, das individuelle Verhalten kommt von den JavaScripts, die Teile vom Dokument sichtbar und wieder unsichtbar machen. Auf der anderen Seite, ich meine, diese Zeichnung haben wir ja schon diskutiert, da haben wir den Server mit der dicken Datenbank, vielleicht noch mit weiteren Geräten angeschlossen, der Kamera oder sonst was, denken wir nur an Webcam oder an das, was ich letzte Woche betrachtet habe, irgendwelche bei so einem Projekttreffen, irgendwelche Versuche im Internet, die man dann da machen kann. Also hier Instrumente, die man benutzen kann. Unsere Internetmodellbahn, die wir vor 15 Jahren und noch mehr betrieben haben, war genau auch sowas. Da hat man eben hier zum Webserver URLs geschickt, in denen hinten Anweisungen für das Instrument drin standen. Das ist dann hier über ein Modul zum Instrument, zur Internetmodellbahn gekommen, und ein anderes Instrument, eine Kamera, hat dann das Bild von den fahrenden Zügen im Internet übertragen. Wir können, ja, wir haben schon hier über diese Skripte gesprochen, hier eine Script Engine auf der Klientenseite im Browser, ne, JavaScript oder Applets, und wir haben auch schon über JavaScript gesprochen und auch über die Applets. Auf der Serverseite zum Beispiel PHP oder die Microsoft-Variante Application Server Pages. Man kann da Java und Java Beans und sowas auch veranstalten, hier um Skripte auszuführen. Hier habe ich noch den alten Link von der Internetmodellbahn RR für Railroad, die wir in Freiberg und vorher in Ulm hatten, aber die gibt es jetzt eben nicht mehr. Da ist die Cave eingezogen. Das Programmierparadigma von diesen Seiten. Hier ist das etwas plakative Schlagwort Krümelware. Wenn wir über Software sprechen, dann sprechen wir auch insbesondere immer von Architektur, von einem Konzept. Ja, man überlegt sich, was man machen will, man macht vielleicht mal ein Experiment, um zu gucken, was man so alles braucht, einen kleinen Prototypen, den man hinterher wieder entsorgt. Man hat was davon gelernt und dann kann man die Architektur von dem Projekt aufschreiben. Das ist eine Zeichnung auf mehreren Whiteboards, viele Blätter Papier, Klassendiagramme und so weiter. Und das entwickelt man. Man schreibt die Software, dann ändert sich natürlich dieses Strukturdiagramm und so weiter.
Das ist der klassische Softwareansatz. Und so lernt man es ja auch in der Vorlesung. Der Softwareansatz hier bei diesen Webservices, der ist anders, der ist insbesondere iterativer. Also wir schauen noch mal kurz die Infrastruktur an. Beim Server hat man irgendeinen Webserver, zum Beispiel den Apache. So viele benutzen die Leute da gar nicht, den Apache oder was von Microsoft. Und dann hier PHP, Java Beans und so weiter, ne? Das LAMP, Linux, Apache, der Mod PHP und natürlich noch irgendeine SQL-Datenbank. Auf der Serverseite. Beim Klienten hat man eben einen von diesen da und noch ein paar mehr, die es da gibt. Da könnte man vielleicht auch noch den Chrome und den Opera dazu schreiben. Und viele Varianten von denen da, die irgendwie daraus generiert worden sind. Also das ist das, die Infrastruktur, die man zur Verfügung hat, und die haben wir ja hier gesehen. Und was wir jetzt wollen, ist zum Beispiel Software wie hier, einen Kalender, und wenn ich hier mit der Maus hier hingehe und da klicke, dann möchte ich bitte in diese Woche reinkommen. Die Woche ist hier blau markiert, ne? Also das ist eine Grafik. Da gibt es ein Substrat für diese Grafik, aber dann muss eben auch hier blau selektiert werden. Das können wir uns zum Beispiel so überlegen, dass wir für jeden Monat so eine kleine Grafik haben und für jede Woche, die selektiert ist, noch eine Grafik, wo dann diese Woche eben hier blau hinterlegt ist. Für jeden Monat braucht man also in der Größenordnung von 6 Einzelgrafiken. So könnte man es zum Beispiel machen, vorfabriziert. Wir können uns aber auch überlegen, ob wir das hier komplett aus dem JavaScript heraus erzeugen lassen, zeichnen lassen. Und auch diese Dinge hier, die Knöpfchen, die brauchen wir natürlich auch irgendwie als Bilder beziehungsweise als Grafik, die gezeichnet wird. Und hier noch all die vielen weiteren Interaktionselemente. Und wenn ich hier draufklicke, dann kommt da ein kleines Unterfenster, in dem ich gefragt werde, ob ich das jetzt dieses Termin löschen möchte oder verändern möchte. Und wenn ich den verändern möchte, dann kriege ich eine neue Webseite. Wer hat schon mal Google Calendar benutzt? Wahrscheinlich alle, oder? Gehen wir davon aus, dass es alle waren. Und sonst muss man unbedingt mal ausprobieren. Nicht, dass man es wirklich seine privaten Daten da sorglos speichern kann, aber es ist schon ein richtig toller Dienst. Insbesondere, weil er eben auch verteilt läuft. Man kann von überall auf den Kalender zugreifen und mehrere Leute können auf den Kalender zugreifen. Viele Leute können auf den Kalender zugreifen. Aber die Software, die dahinter steckt, das ist eben so kleine Teile, die geschrieben werden. Einzelne JavaScript-Funktionen. Kleine vorgefertigte Bauteile, die man benutzt. Abgeleitete, erweiterte Objekte, und wir programmieren inkrementell darauf. Wir nehmen so ein fertiges Objekt, verpassen dem noch ein bisschen mehr Verhalten, überschreiben eine Methode davon, schreiben eine neue Methode dazu oder leiten ab, indem wir eine neue Klasse definieren, die basiert auf dieser da und viele Methoden dazu schreiben. Also so ein inkrementelles Hinzufügeprogrammieren. Einfügen und erweitern statt bauen. Niemand fängt sozusagen mit dem leeren Blatt Papier an, sondern wir haben schon eine ganze Menge hier, die Objekte, und die erweitern wir, fügen Verhalten hinzu. Allerdings stellt sich dann die Frage, wo ist das Gesamtkonzept, wo ist die Architektur, wenn wir nicht richtig bauen, sondern herumschrauben, erweitern. Die ist natürlich trotzdem irgendwie noch da, die ist bloß anders als bisher, und im Wesentlichen geht es darum, dass man den Datenfluss durch seine Web-Applikation designt, entwickelt. Dass man sich überlegt, wie fließen die Klicks dadurch, wie wird das, welches HTML gibt es wann und so weiter. Also man programmiert auch nicht nur an diesen JavaScripts, sondern eben auch immer
immer mit diesem Hintergrund, dass dann manchmal eine neue Seite geholt wird, dass dann die Dokumentenstunde, ein neues Dokument da ist, auf dem man wieder arbeitet und so weiter. Nun, hier unten habe ich so ein paar Dienste davon hingeschrieben. Der Google Docs, Google Calendar oder auch das Google Maps oder Flickr oder YouTube und auch das eBay hat natürlich ganz viele von diesen Funktionen, wobei sicher eine ganz tolle solche Applikation das Google Maps ist, ne? Im Webbrowser drin. Das gibt es auch Standalone. Wer hat das Standalone, das Google Maps? Also als es rauskam, wenn ich da die Frage gestellt hätte vor 6 Jahren oder wann das war, oder 7 Jahren, dann hätten wahrscheinlich die Hälfte von Ihnen gesagt, ja, habe ich installiert. Google Earth oder sowas. Heutzutage hat man es weniger. Auf den Pads hat man eine App davon häufig. Weil es da in dem Webbrowser-Interface gerade auf dem Telefon so schwer zu bedienen ist. In diesen Seiten drin steckt in der Regel Ajax. Asynchronous JavaScript and XML. Und über das habe ich auch schon mal in den Grundlagen der Informatik berichtet. Deshalb hier kurz, so eine, sagen wir es auch auf Deutsch, Deutsch ausgesprochen, nicht auf Deutsch, so eine Ajax-Applikation. Ajax ist eigentlich eine Architektur, wie man solche Web-Services programmieren kann. Insbesondere für das Programm im Browser. Da gibt es das JavaScript und da gibt es ein paar Libraries, mit denen man diese Programme entwickelt. Auf der Serverseite haben wir natürlich hier eine Datenbank, einen Webserver und auch wieder Skripte, PHP-Skriptchen. Das ist hier die Serverseite. Aber die wichtige Zutat, das magische Pulver, das darüber gekrümelt wird, das sind ist die leichtgewichtige Kommunikation. Ich möchte hier nochmal diese Zeichnung ganz vom Anfang vom Web nochmal Ihnen nahe bringen oder auf Sie darauf hinweisen. Klassisch wird nun, hier fehlt das T, hier auch, da ist wohl der Platz für den Text zu klein geworden. Klassisch wird hier eine Anfrage gestellt. Ne? HTTP-GET-Request. So wie sich das der Berners-Lee am Anfang ausgedacht hat. Und der Webserver liefert eine Response. Wir gucken das an, lesen, konsumieren, hier vergeht Zeit. Minuten. Zumindest konzeptuell oder die Idee war, dass da Minuten vergehen. Wenn nicht sogar Stunden. Und dann klickt man wieder. Und dann kriegt man wieder eine Response. Und dann liest man wieder. Und so hin und her. In den Anfangszeiten des Webs, und Anfangszeiten meine ich jetzt eher das Jahr 1999 oder so, da war diese Zeit zwischen Klicken für den Request und die Antwort endlich haben, gab es Studien, dass nach 40 Sekunden die Leute ungeduldig werden. Heutzutage ist das natürlich unrealistisch. Wann haben Sie das letzte Mal 40 Sekunden gewartet, ohne entnervt sich irgendeine andere Zeitung anzuschauen oder bei einem anderen Internethändler vorbeizuschauen? Wenn irgendein Dienst 40 Sekunden braucht, bis da eine Antwort kommt, dann sind die Benutzer schon längst woanders. Aber ich sage dies mit den 40 Sekunden, um so eine Idee zu liefern, wie lang dieser Roundtrip hier war, von Request bis Response. Da war 10 Sekunden gut und eine Minute war schlecht. Und ab 40 Sekunden ist die Abwanderzahl drastisch nach oben gegangen. Dividieren wir das meinetwegen durch 10 oder so ähnlich heutzutage, aber das ist so die Größenordnung, was die Menschen hier tolerieren. Allzu klein können Sie diesen Roundtrip ohne riesenhaften technischen Aufwand gar nicht machen. Also mikrointeraktive Applikationen so zu programmieren, das geht nicht. Oder geht nur sehr schwer. Also ausschließen möchte ich es natürlich nicht. Es geht sehr schwer. Und insbesondere kriegen wir damit nicht die Response-Zeiten von Native-Software nicht mal annähernd hin. Menüs aufklappen und so weiter.
Das kommt daher, weil wir hier ein synchrones Modell haben. Klicken, Däumchen drehen, konsumieren. Klicken, Däumchen drehen, konsumieren. Oder ich könnte auch aggressiver sagen, warten. Das synchrone Modell hier. Und das Wichtige an dem Ajax, das ist das asynchrone Kommunikationsmodell. Hier schicke ich zum Beispiel so einen XML-HTTP-Request. Jetzt läuft hier sogar noch Software im Server ab, die was macht mit meinem Dokument. Aber die JavaScript, das ist ein asynchroner Request. Da kommt dann irgendwann mal wieder was zurück. Später ist auch schön. Kann auch ruhig 10 Sekunden dauern. Nicht so ein Problem. Ich kann ja hier auf der Seite noch weiter was machen, noch weiter anschauen, noch weiter arbeiten, noch weiter konsumieren. Was eintippen oder scrollen oder sowas. Ja, da müssen Teile nachgeladen werden. Das machen wir hier gerade mit dem XML-HTTP-Request. Aber in der Zwischenzeit können wir immer noch interagieren. Diese Web-Applikation steht nicht, stehen im Anführungszeichen für Nicht-Antworten, so wie zum Beispiel hier. Den ganzen Ablauf, also hier machen wir so einen Get-Request, hier fehlt schon wieder was, weil das aus der Zeichnung verloren gegangen ist. Ärger, Ärger. Das wird aus der Datenbank rausgeholt, hier übertragen, hier kommt HTML, hier kommt ein Bild oder mehrere und insbesondere JavaScript. Und wenn Sie einen von diesen Diensten hier anschauen, dann kommt da auch viel JavaScript. Schauen Sie sich mal die Page Source an, da steht dann zum Beispiel vorne drin, dass er auch noch dieses xyz.js laden soll und dann wird auch das noch nachgeladen und diese JavaScript-Files, die sind dann schon 80 oder 100 Kilobyte Programm auch, richtig dickes Programm. Die sind meistens nicht besonders lesbar formatiert, Zeilenwechsel fehlen, aber wenn man sich die Mühe macht und das, was dann da in diesen JS-Dateien drin steht, ein bisschen formatiert, kann man richtig Programm sehen. So, also wir kommen hier auf JavaScript und hier haben wir dann so eine mikrointeraktive Applikation. Wir können klicken, und das habe ich hier orange gezeichnet, kriegen Antworten. Irgendwann mal klicken wir, uns wird ein XML-HTTP-Request geschickt und wir bekommen zum Beispiel XML zurück. In der Zwischenzeit rot, deshalb, weil es synchron ist, passiert hier nichts, wir interagieren wieder ein bisschen und jetzt wird so ein Asynchroner geschickt. Was hier links läuft, ist gar nicht so wichtig. Es kommt später eine Antwort zurück, aber wir können in der Zwischenzeit interagieren. Und das ist jetzt das, was wir von dem Asynchron bekommen, das, was da zusätzlich geliefert wird. Also, das in diesem Zustand viele Interaktionen von dem JavaScript abgearbeitet werden. Das ist schön und nützlich und das produziert Mikrointeraktivität. Aber wir können eben auch noch übers Netz nachladen, Inhalte besorgen und trotzdem läuft hier die Applikation weiter. Auch wenn das ein paar Sekunden dauert. Wir merken es gar nicht so sehr. Naja, wir merken es dann, wenn wir mit irgendeinem mobilen Device unterwegs sind und wir haben nur ein paar Kilobit oder so ähnlich ein Netzwerkdurchsatz oder 100 Kilobit oder so ähnlich im Unterschied zu ein paar Megabit. Dieser XML-HTTP-Request, historisch gesehen, ist eine JavaScript-Klasse, gab es ab Internet Explorer Nummer 5 und eigentlich ist es nichts als ein API, um den HTTP-GET-Request loszuwerden, abzuschicken. Dieses API, das gab es eben vorher nicht. Vorher konnte man nur ans HTTP ran, als Browser, wenn der Benutzer auf einen Link geklickt hat, dann wurde was geholt. Jetzt, oder seit dem Internet Explorer Nummer 5,
und den anderen, die das dann auch blitzartig implementiert haben. Kann auch ein JavaScript oder irgendein anderes Skript HTTP benutzen und die Inhalte zurückbekommen und was damit machen. Zum Beispiel in den Dokumentenbaum einfügen, ohne dass der Benutzer da explizit auf eine URL klickt, auf einen Hyperlink klickt. Den gibt es synchron und asynchron. Diese lustige Funktion hier, die steht dafür, dass einer gemacht wird, so ein XML-HTTP-Request, weil es unterschiedliche Versionen von Browsern gibt, das zum Thema plattformunabhängig, lassen wir hier mal den hier los und fangen den Fehler ab. Wenn das klappt, ist schön. Wenn es nicht klappt, dann versuchen wir es mal so. Das ist dann irgendein anderer Internet Explorer und das hier ist der Netscape und sonstige und neuere Internet Explorer. Vielleicht gibt es den XML-HTTP-Request aber auch gar nicht, wobei das hier heutzutage der Fall ist, der wohl kaum noch passiert. Und auch die hier sind eigentlich eher alt. Das hier ist das, was in der Regel passiert und erfolgreich ist. Warum lieber so erfolgreich ist. Das ist auch das, was Sie in jedem Ajax-Buch am Anfang finden. So macht man einen. Interessanter ist aber das hier. Was kriegen wir da raus? Ich nehme also jetzt hier mal diese Funktion create XML HTTP request und kriege einen zurück. Hier, ne? Return new ActiveX object oder return new XML HTTP request. Ich kriege einen zurück. Jetzt habe ich also da eine Klasse, ein Objekt, der kann ich Messages schicken. Ich kann zum Beispiel den aufmachen, diesen Request, sagen, es soll ein GET-Request werden und hier schreibe ich noch die URL rein. Automatisch angefügt wird natürlich noch die Base-URL von dem Dokument, in dem wir leben, falls das da nicht schon drin steht. Also das hier kommt hinten dran an den Slash hinter der Base-URL von dem Dokument. Ja, was macht dieses, soll dieses Ding hier machen? Wir rufen auf der anderen Seite irgendein Programm oder ein Skriptchen auf, das diese beiden Zahlen hier addieren soll, 10 und 20. Vielleicht schon nicht die richtige Aufgabe für einen XML-HTTP-Request, aber ein Beispiel ist es allemal. Was wir erklären wollen, ist ja noch ein bisschen was anderes. Und wir sagen, es soll ein Asynchroner sein. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo das verteilte Programmieren interessant wird. Wir schicken einen asynchronen Request ab. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht auf die Antwort warten können, sondern dass wir irgendwie merken müssen, dass es jetzt eine Antwort gibt. Das ist in dem Sinne wie, wenn Sie was bestellen beim Versender, dann wollen Sie jetzt nicht, bis das Paket angekommen ist, hinter der Wohnungstür stehen und mal gucken, ob der Postbote kommt. Sondern Sie wollen, dass der klingelt, der Postbote, und Sie aufweckt, sodass Sie das Paket in Empfang nehmen können. Und das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Dieses in Empfang nehmen, wenn die Antwort dann da ist. Das Asynchrone. Dazu hat es hier ein paar interessante Properties. Zum Beispiel den Ready State. Wenn wir das Ding abgeschickt haben, dann wird der Ready State auf eine Zahl gesetzt, auf einen Zustand gesetzt, sagen wir lieber nicht auf eine Zahl, sondern ist dieser Zustand, wir haben es abgeschickt. Irgendwann sorgt die Infrastruktur hier dafür, dass die Antwort entgegengenommen wird, zu diesem Objekt, HTTP-Request,
die Antwort da drin abgelegt wird oder im Speicher abgelegt wird und dass die Script Engine, die muss es jetzt mitbekommen. Deshalb schreiben wir hier in dieses Feld von dem Objekt, was wir da haben, von unserem XML-HTTP-Request, überschreiben wir diese Methode onReadyStateChange. Falls sich der ReadyState ändert, dann soll diese Funktion hier aufgerufen werden. Also wenn aus dem ReadyState, wenn er von 0 und 1 wird, wenn er von 1 und 2 wird, wenn er von 17 und 42 wird, jedes Mal wird das aufgerufen, diese Funktion. Uns interessiert, wenn der ReadyState 4 wird. Also deshalb schreiben wir hin, falls der ReadyState ungleich 4 ist, interessiert uns nicht, zurückgeben. Falls der ReadyState 4 ist, dann wollen wir diese Variable, die wir hier haben, machen, die Server-Response auf den Response-Text setzen und noch weitere Dinge erledigen. Hier Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aus dem Rest von unserem JavaScript können wir dann schauen, die Response anschauen und weitere Variablen hier beobachten. Sozusagen, wenn wir an der Tür vorbeikommen, können wir auch mal gucken, ob ein Paket da abgelegt worden ist. Aber wir brauchen jemanden und naja, der das Klingeln wahrnimmt und das Paket bei uns im Eingang ablegt, sodass wir es dann abholen können. Wir könnten eventuell auch hier die gesamte Arbeit, die zu erledigen ist, reinpacken, aber wir sollten immer daran denken, an dieser Stelle laufen wir im Interrupt, eigentlich. Da können wir nicht allzu viel Zeit verbringen, denn das ist der Moment, der mal so schnell zwischendurch aufgerufen wird, wenn andere Sachen auch noch erledigt werden. Wir sollten hier das Paket nur entgegennehmen, auspacken und weiterverarbeiten, sollten wir dann an einer anderen Stelle, wenn wir garantiert Zeit haben. Wenn es passt. Vielleicht auch noch weitere Randbedingungen erfüllt sein müssen. So, und hier wird das Ding hier unten abgeschickt. Also erstmal diese onReadyStateChange-Funktion, die hier sogar namenslos ist, einfach einhängen. Und die macht dann was, wenn der ReadyState auf 4 kommt, also unsere Antwort kommt, dann wird hier was erledigt, sonst nichts. Und hier unten wird das Ding abgeschickt, asynchron. Wir können also hier weiter im Programm voranschreiten, in dem JavaScript-Programm. Fragen? Okay. Ich komme jetzt noch zu dem X im Ajax. Eines von diesen Büchern, was ich da gelesen habe, zu dem Thema, da stand drin, dass X ist in dem Ajax deshalb drin, weil X sich in so einem Akronym einfach gut anhört. Es steht so ein bisschen für XML. Und beim XML geht es um Markup. Ich habe schon mal über SGML gesprochen. Ich habe dann auch gesagt, dass das HTML eben eine einfache Variante oder sagen wir mal, nicht Variante, sondern man benutzt einen Teil von SGML, eigentlich den Spezifikationsteil, um eine einfache Markup-Language zu machen. Und auch hier beim XML der Markup, Trennung von Struktur und Inhalt. XML ist eine Methode, sowas wie ein Dokument systematisch zu beschreiben, logisch zu beschreiben. Überschriften, Absätze oder sonst was, eine Tabelle zu beschreiben. Daten, die wir übertragen wollen, abstrakt ein Format anzugeben für Daten, die wir übertragen wollen. Das XML ist, ja, Extensible Markup Language heißt das, eine Syntax zunächst mal für den Markup. Die eigentliche Formatspezifikation steht dann in solchen Stylesheets oder sowas drin, die Semantik in den Stylesheets XSL oder CSS. Soviel zum Thema XML, das X im Ajax. Wichtig für uns ist das DOM, das Document Object Model. Na, das ist nämlich das, woraus diese,
diese Dokumentenstruktur, Repräsentation im Browser erzeugt wird. Und da habe ich hier noch nur ein kurzes Beispiel. Eine baumartige, das beschreibt diese baumartige Struktur von den Dokumenten, sodass man auf den Dokumenteninhalt, einen Teilbaum des Dokumentes, strukturiert zugreifen kann. Wenn wir hier so ein Stück HTML anschauen, also es geht los, wir haben hier eine Tabelle, hier unten ist ja irgendwie wieder zu Ende, auch dieses, weil irgendein Zeichensatz fehlt leider, ich muss da nochmal drüber gehen, Zeichensatz ändern, auch hier drin. Wir fangen also an mit der Tabelle, hier unten ist sie wieder zu Ende, hier haben wir den Header von der Tabelle, also eine Table Row, Vorname, Name, Sie können sich schon vorstellen, wie die ungefähr aussehen wird, hier ist die Row zu Ende, der Body, da haben wir also hier erstens den Donald und dann vielleicht noch weitere Zeilen, aber hier in diesem Beispiel ist der Body auch schon wieder zu Ende und hier unten fehlt dann noch, dass die Tabelle zu Ende ist. Das hier, das schauen wir uns als Bäumchen betrachten, sehen wir das so. Also Tabelle ist die Wurzel von diesem Baum, dann kommt der Header und der Body, Table Row und hier viele Table Rows, eventuell die hier an diesem Table Body dranhängen. Das könnte man aber auch vielleicht noch weiter strukturieren, wenn wir wollen. Beim Ajax ist es jetzt so, dass XML als Transferformat für den Inhalt dient. Mit unserem JavaScript manipulieren wir hier DOM-Knoten. Wir tragen zum Beispiel hier drin in dem Knoten von diesem Document Object Model noch hier drunter noch weitere Knoten ein, hängen dran, mehrere Tabellenzeilen, vielleicht auch noch die Daisy und den Dagobert und so weiter, sodass wir hier dann eine Tabelle bevölkern, weil das dann in der abstrakten Repräsentation von der Seite drin steht, wird es von dem Renderer, dem da, dann auch angezeigt, wenn das nächste Mal über das Dokument drüber geht. Wann das nächste Mal ist, wir können jedes Mal sagen, wir haben jetzt was am DOM geändert, gehen mal drüber, da kann aber auch meinetwegen da zyklisch 30 Mal pro Sekunde drüber gehen oder vielleicht auch nur 5 Mal pro Sekunde, wenn nicht genügend Zeit ist. Man kann in diesem entstandenen Baum eben munter einfügen, löschen und ändern und das Rendern, das kann davon oder wird davon asynchron erfolgen. Wir können ihm Hinweise geben oder eben zyklisch. Ich habe, während ich über das Web 2.0 gesprochen habe, auch diesen Begriff Peer-to-Peer immer mal wieder fallen lassen und deshalb möchte ich auch noch ein wenig über Peer-to-Peer-Netzwerke erzählen. Peer-to-Peer-Netzwerke, er steht für so einen Teil des Internets, bei dem sich die User anderen User Daten zur Verfügung stellen, Inhalte zur Verfügung stellen eigentlich. Das kann man einerseits zwischen Menschen betrachten, genauso wie ich Dokumente schreibe oder meinetwegen, wenn ich dann bloggen würde, einen Blog schreibe, dass andere Leute dann angucken und lesen und die schreiben dann eben Kommentare dazu unter Peers. Kann ich das mit selbstproduziertem Inhalt oder mit Inhalt von meiner Kamera, die Kamera gemacht hat und so weiter betreiben. Ich kann aber natürlich auch, wenn man das jetzt mal auf die Peers als Menschen betrachtet, Sachen, die ich gekauft habe, da weiter verschenken, in Anführungszeichen. Vielleicht darf ich das, vielleicht darf ich das nicht. Wenn ich es nicht darf, sollte ich es nicht tun.
Ich sollte dafür sorgen, wenn ich sowas auf diese Art verteile, anderen zur Verfügung stelle, dass ich damit niemand anderen schädige bzw. nicht Rechte von anderen verletze. Aber die Art, wie ich hier über Peer-to-Peer sprechen möchte, da geht es eigentlich um eine mehr technische Infrastruktur. Die kann man fürs Verteilen von solchen Medienobjekten verwenden. Man kann sie aber auch andere Inhalte verteilen, Software, die ich selber programmiert habe, Bilder, die ich selber geschrieben fotografiert habe. Aber man kann natürlich auch Musikstücke damit verteilen, die man von irgendeiner CD herunterkopiert hat. Das Letzte könnte auch eine Verletzung von Copyright sein, dann darf man es nicht. Aber verallgemeinert, es geht um dezentrale Speicherung und dezentrale Verteilung größerer Datenmengen. Wenn wir alle PC-Festplatten dieser Welt zusammenrechnen, kommt eine gewaltige Speicherkapazität heraus. Auf dieser gewaltigen Speicherkapazität kann man natürlich auch viele Sachen vorhalten, doppelt, dreifach, zigfach vorhalten. Eigentlich ist die Summe aller Festplatten da draußen auch ein gewaltiges Backup-Instrument. Und jeder PC kann natürlich auch ein File-Server sein. Da muss man ein bisschen Software laufen lassen und schon klappt das. Kein Problem. Das Problem ist, dass die Dateien, die da draußen liegen, auf all diesen vielen Platten, dass man die auch finden muss. Also die Herausforderung am dezentralen Speichern und Verteilen größerer Datenmengen ist nicht der File-Server, ist nicht der Festplattenplatz, sondern ist diese Resource Discovery, dass man so eine Datei da draußen auf einer von diesen Milliarden Festplatten findet. Das könnte man natürlich als zentralen Verzeichnisdienst versuchen zu organisieren. Stellen wir uns vor, wir haben einen Rechner, oder sagen wir lieber einen zentralen Dienst. Und in den zentralen Dienst tragen alle die Peers ihre Dateien mit Metadaten zusammen ein. Also ich habe unter diesem Namen diese Inhalte, eine kleine textuelle Beschreibung und die Datei ist so und so viel Megabyte groß und. Version, Datum und so weiter. Also jeder von diesen Peers registriert seine Dateien bei diesem zentralen Dienst. Dass man eventuell zu viele Anfragen kriegt, das kann man lösen. Da braucht man eben einen kräftigen Verzeichnisdienst. Das Google kriegt auch viele Anfragen und viele andere Dienste kriegen massenweise Anfragen. Da müssen wir eben dann entsprechend leistungsfähige verteilte Datenbank hinten dran stecken und ein paar Webserver und Load Balancing. Das ist anspruchsvoll und da arbeiten schlaue Leute dran bei vielen großen Firmen, aber es ist lösbar. Auch die Fehlertoleranz ist natürlich lösbar. Wenn einer von den Peers hier oben, von den PCs da ausgeschaltet wird, weil das Herrchen ins Bett geht, dann muss man halt das wieder rauslöschen. Wir können auch irgendwie so einen Update-Mechanismus haben, dass ständig nachgeguckt wird oder immer mal wieder nachgeguckt wird, ob der noch da ist, dass Einträge altern. Und die Algorithmen kennen wir ja auch vom Sie haben oder ein Peer in dem Napster-Dienst hat seine Peer-Software da hochgefahren, also erst den PC hochgefahren, dann die Peer-Software
Software auf dieser konkreten Festplatte gebeten. Dass die vielen da draußen, denen diese PCs gehören, dass die keine Rechte hatten, diese Musik einfach zu verteilen. Die Firma Napster hat geglaubt, das ist doch kein Problem, wir haben ja nicht die illegale Software, die illegalen Musikstücke da, die Raubkopien da hingelegt, sondern es waren ja die Benutzer da draußen. Und als sie dann vor Gericht standen, da haben die dem Richter gesagt, mein Problem, dass da irgendjemand da draußen meinen Dienst missbraucht, um da Musik hinzulegen, die ihm gar nicht gehört? Nein, es gibt auch legale Anwendungen dafür. Die Richter haben das nicht so gesehen. Interessant übrigens, schon als das Napster in großen Schwierigkeiten mit der Musikindustrie war, hat noch ein großes deutsches Medienhaus diese Firma Napster für, ich weiß nicht, ein paar Milliarden gekauft. Oder vielleicht auch nur für ein paar Millionen gekauft. Dann sind die vor Gericht verurteilt worden, dass das illegal ist, was sie da machen. Und dann hatte diese Firma am Ende nichts mehr. In dem Zeitalter des Internet-Hypes hat man auch dafür viel Geld gekriegt. Nun gut, also juristisch verwundbar, in dem Sinne, als man da nicht mehr von gutgläubig sprechen kann, weil alle wissen, was da verteilt worden ist. Also so ein zentraler Verzeichnisdienst, das kann man machen, die Skalierungsprobleme kann man lösen, aber wenn die Benutzer da irgendwas Illegales hinlegen, dann ist es schwierig zu sagen, man weiß nichts davon. Eigentlich ist man dann wegen sowas wie Hehlerei oder so ähnlich dran. Die Antwort, die man sich überlegt hat, ist natürlich, dann braucht man einen dezentralen Verzeichnisdienst. Man kann sagen, man muss den Verzeichnisdienst in irgendein Land auf dieser Welt legen, wo man nicht strafverfolgt wird. Aber das ist auch wieder schwierig, denn das sind dann oft Länder, in denen man gar nicht so gerne sein mag oder in denen es kein anständiges Internet gibt und so weiter. Also jedenfalls, man kann es auch mit den zentralen Verzeichnisdiensten probieren. Was schlecht skaliert ist, ist in jedem Peer suchen. Da muss man ja an alle Peers da draußen sowas schreiben, wie hast du diese Datei. Was geht, aber es ist skaliert schlecht. Und zweitens, der die Software schreibt, woran verdient er Geld, wenn das völlig dezentral ist? Also versucht man, Untermengen zu bilden von Peers, die mehr wissen als die anderen. Und dann in dieser Untermenge von Peers, sagen wir mal, wir haben mehrere Millionen Peers da draußen, dann bilden wir Untermengen von ein paar Tausend und die kennen sich aus, was wo liegt, und in denen sucht man dann. Das führt dann zu solchen Mehrschichtenarchitekturen. Peers, Server und in denen, ja, da stehen schon, wer hat was. Und Superserver, die das dann nochmal konsolidieren, dieses Wissen. Jetzt haben wir aber das Problem, wie findet man denn diese Superserver oder diese Server oben im Netz, oben im Baum? Wenn wir die well-known machen, dann kommt man wieder in so ein Problem wie hier rein. Man kann die attackieren. Man könnte auch mit sowas wie dem Google suchen, das dann eben hier alle Peers immer mal wieder durchgeht, aber dann ist vielleicht auch der hier schon wieder, dieser Suchdienst, angreifbar. Ist auch natürlich angegriffen worden und die Medienkonzerne schicken täglich viele Links dahin an die Suchmaschinen. Das darf aber nicht im Internet verteilt werden, da habe ich irgendwelche Rechte dran. Es wird auch übrigens wenig nachgeprüft, ob das wirklich so ist, sondern die großen Firmen
entfernen da einfach diese Inhalte. Da gibt es ja immer wieder solche Horror-Stories, die man darüber liest. Sie werden es auch sicher gelesen haben. Wir interessieren uns hier aber für die Infrastruktur. Das Übertragen der Dateien. Es stellt sich raus, dass in solchen Netzwerken es gar nicht so häufig vorkommt, dass an vielen Orten große Stücke oder das gesamte Datenpaket, was da verteilt werden soll, komplett herumliegt. Das ist auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Wenn wir auf einer Maschine, sagen wir mal, wir haben eine Linux-Distribution, die verteilt werden soll, wenn wir die auf einer Maschine hinlegen, dann rennen alle dahin und fangen an zu laden. Dann geht die natürlich in der Geschwindigkeit nach unten, diese Maschine. Ja, wenn zigtausend Leute das lesen wollen, dann müssen die sich die verfügbaren Durchsatz und die verfügbare Maschinenleistung vom Server teilen. Und wenn die dann alle vorne beim ersten Byte anfangen, dann haben wir nach ein paar Stunden, dass alle Kunden jetzt das erste Kilobyte haben und dann eine weitere Stunde, wir haben alle das zweite Kilobyte. Das ist vielleicht ein bisschen eine ungeschickte Vorgehensweise. Die Dateien, die können wir übertragen, synchron zwischen den Peers, also der fragt den, schick mir doch bitte diese Datei, oder asynchron über den Server. Also die werden erst zum Server hochgeladen, einmal, und dann rennen die vielen Clients zu dem Server und holen sich es da. Aber auch das ist natürlich wieder etwas, was man gar nicht so gerne machen möchte, denn dann produziert man wieder nur einen weiteren Bottleneck. Dieser sequenziell zusammenhängende File-Transfer ist eigentlich eine dumme Idee. Viel schlauer ist es, Chunks zu übertragen, Stückchen. Nehmen wir mal an, wir haben hier diese vier Klienten. Der Z, der hat die Datei komplett, bestehend aus dem Chunk A, B, C, D, E, F, G bis H. Der Client X, der hat von der Datei schon A, B und C, also bittet er jetzt den hier mal, ihm doch das Chunk D zu schicken. Der hier, der Y, der hat schon G und H. Der weiß, dass der X A, B, C hat, also bittet er nicht den Z um das A, sondern er bittet den X um das H. Der Client Y, der hat G und H und bittet dann vernünftigerweise, vielleicht will der natürlich liest man da eigentlich randomisiert die Chunks, der bittet den hier dann ums F. Der X findet raus, dass der Y G und H hat, A, B, C hat er schon, also fragt er mal nach dem G und lässt sich das schicken. Der hier, der hat noch gar nichts, der lässt sich von dem, der nur G und H hat, dann mal G und H schicken. Also die Datei wird in viele Stücke aufgeteilt und im Gesamtnetzwerk werden verschiedene Stücke parallel geladen, von da und von dort. Jeder Klient guckt, dass er am Ende eine komplette Datei zusammenbekommt und wir laden immer solche Chunks. Die Client-Software hier, hier und hier kümmert sich darum, dass die Datei am Ende ganz überdeckt ist. Die muss also wissen, besteht aus so und so vielen Stücken, das sind irgendwelche Metadaten, die man sich besorgen muss und dann werden die einzeln angefragt. Auf die Weise entsteht auch schnell eine breite Download-Basis. An vielen Servern viele unterschiedliche Stücke. Und wenn Sie da teilnehmen, dann fängt eben Ihr Klient nicht immer automatisch mit dem A an, sondern auch bei einem, der alles hat, sollte er eigentlich würfeln, welche von diesen Stückchen er dann verlangt. Und das holt man sich dann zuerst, der andere würfelt anders. Und wenn der hier das A geholt hat und der hier das G geholt hat, dann können die beiden das hier dann zusammen austauschen und müssen nicht den Z damit belästigen, sondern der kann dann das D verlangen, der kann das F hier von dem verlangen und in der Zwischenzeit tauschen die das hier noch aus und wir haben unsere Downloadgeschwindigkeit, sagen wir lieber unseren Download auf hier bereits auf 2 verteilt von denen aus und müssen nicht von dem das holen. Also so kriegen wir mit den Chunks das Netzwerk zum Skalieren. Ja, beim nächsten Mal machen wir noch ein bisschen weiter. Das nächste Mal
am Mittwochnachmittag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend.